Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Wir wollten ja das hier unten verteidigen. Und das haben wir gemerkt, ist gar nicht so einfach. Da kommen sie nämlich schon. So. Greifen die unseren Strommast an, ist die Frage. Das können wir so knicken. Wir brauchen da unten auf jeden Fall Strom. Wir brauchen Strom. Also. Ups, jetzt hängt es schon wieder so ruckelig. So. Wir stellen erstmal unseren Zug auf und gucken mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. So, die Richtung. Ich hoffe, der lockt die jetzt nicht auch an. So, dann packen wir da zwei Brennstoffzellen rein. Der Autogeräusch. Autotür meine ich. So. Wie heißt die Station? Arctic Wolfery. Und dann als nächstes die 10 Sekunden. 10 Sekunden erstmal. Dann steigen wir mal ein und starten das Ganze. So, dann gucken wir uns auch direkt mal den Verbrauch an. Boah, sehr schnell. Wahnsinn. Schon sind wir da. Sehr cool. Okay, wir müssen Strom runterkriegen. Dafür machen wir am besten einen großen Strommast. Apropos Strom, hatten wir das eigentlich letztes Mal vernünftig in den Griff gekriegt jetzt hier? Ich glaube ja, ne? Ihr bekommt jetzt Strom über Brennstoffzellen. Dann noch jede Menge Reserve. So, wie sieht es aus mit dem Blauen? Wow. Fehlt uns nur noch Stahl. Den wollten wir uns sowieso holen. Können wir uns unseren neuen Anzug bauen? 72, 72, das sieht doch gut aus. Hier kommt ein bisschen wenig Eisen an. Wir bräuchten mehr Roboter, glaube ich. Gut, trotz alledem bauen wir jetzt erstmal hiervon welche. Bauen wir mal 22. Der Anzug. 100 Stahlträger. Okay, dann machen wir das mal auf dem Rückweg. Wir wollen jetzt erstmal. Wir wollen jetzt erstmal den Strom runterbekommen. Und wir können sofort hiervon noch welche bauen. Fehlt uns Kupfer.
dann nehmen wir mal Kupfer und Ziegelsteine. Ja. Ziegelsteine haben wir hier. Oh nein, nicht alle. Das ist auch zu viel. Und mich auch ein paar Mauern bauen. Da haben wir schon mal 80 Stück. So, die haben wir fertig. Davon haben wir 3. Da wird natürlich Dauerangriff sein. Da unten. Müssen so ein bisschen darauf achten, dass die Mauern da halten. Wieso ist das eine Anbieterkiste? Ach ja, weil das der Ausgang ist. Okay. Das passt. So. Wir brauchen Kupfer. Wir haben keine Reserven an Kupfer. Ach doch, die werden hier rübergebracht, oder? Irgendwo hin. Wo werden die hingebracht? So, die werden hier rüber gebracht. Kupferausstoß ist zu gering. Okay. Müssen darauf achten, dass wir gleich Kupfer erweitern. Habe ich keine Reserven mehr. Das ist schlecht. Halten wir jetzt erstmal ein bisschen ein. Kommt dann gleich alles zwar ein bisschen in Stocken, aber wir brauchen es. Und zwar für noch ein paar Lasertürme. So. Jetzt schauen wir mal, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Müssen immer ein bisschen auf den Zug achten. Ich habe gehört, man sollte sich auf keinen Fall auf die Schienen stellen. Das würde tödlich enden. So. Die haben noch mal eine ordentliche Reichweite. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Da brauchen wir nämlich nicht viel. Ja gut, nicht viel ist relativ. Aber vorbeigerast. So, damit kommen wir aber hin. Das war klar. Ein einzelner vertrockneter Baum. Sieht man ja jetzt nicht mehr so toll hier. Den Schatten sieht man noch.
Ich speichere mal flott. Dann platzieren wir hier die Mauer mal ein bisschen anders. Brauchen auch schon mal hiervon zwei. Ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es funktioniert. Unbedingt platt machen. Das kann ja nicht. Das geht nicht. So. Tank. Der wird jetzt hier am Rohr angeschlossen. Das wird auch noch schön durchkommen. Lassen wir mal hier so ein bisschen Platz. So, der pumpt das schon langsam voll. Das ist gut. So. Jetzt brauchen wir zwei. So, und die pumpen das jetzt voll. Das hat alles so funktioniert. Das kann ich noch nicht sagen.
Werden wir es gleich sehen. So. Fässer hatte ich schon hergestellt. So. Funktioniert das denn jetzt? Haben Sie das vorher noch in der Fabrik pumpen? Wahrscheinlich, ne? Ja. Na klar. So, haben wir noch eine Fabrik? Na gut. So, 10 ist Maximum. Helfen. So, der lädt aus. Strom. Das ist ungünstig. So, du filterst Rohölfass. Und du filterst auch Rohölfass. Sind wir hier schon durch? Jo. Wir fahren mal mit zurück. Da unten in Ruhe erstmal packen. Und wir brauchen auf jeden Fall Kupfer. Und wir wollen auf jeden Fall angreifen. Aber vorher bauen wir uns hier so ein Skelett. Kupfer, Kupfer. Hier mal leider das Kupfer wegschnappen. So. Die neue Powerrüstung ist fertig. Wir brauchen noch Magazine.
7 Giftkugeln müssten wir mit hinkommen. Wo ist die neue Powerrüstung? Da. Haben wir hier noch die Sachen drin? Ja. So, da ist doch ordentlich Platz drin. Personal Shield. 2 Batterien. Können wir 2 Schilde reinpacken? Ja, sicher. Können wir die Sachen auch drehen? Nein. Mal gucken, ich möchte den Generator auf jeden Fall da reinkriegen. Der lädt die Batterien nämlich jetzt auf. Das sieht doch gut aus. Da kommen noch Solarzellen hin. So, irgendwas mit Laserabwehr war doch da noch, ne? Dafür brauchen wir Kupfer auch. Okay. Wir müssen uns um unser Kupferproblem kümmern. Aber erstmal muss ich mich um unten kümmern. Ich versuche mal unten den Angriff. Und ich habe vergessen, Timer zu stellen. Das ist natürlich blöd. Aber gefühlt... Mal gucken. 30 hatten wir schon. Machen wir jetzt mal die 31. 31 und 30 sind 10 Minuten. Ja. Achso, Moment. Da ist der Dame geladen. 46. Und 20 Minuten. Das heißt noch 10 Minuten. Schätze ich mal. Ungefähr. Wir sind ja sowieso nicht immer ganz genau in der Zeit. So, wo bleibt der Zug? Da ist er. Einmal einsteigen. Hier sind 9 Stück drin. So. Müssen wir Fässer haben. So. Wir speichern den 31er nochmal drüber und dann versuchen wir unseren Angriff. Okay. Jetzt ist mal wieder die Munition ausgegangen. 2 physisch, 5 physisch.
Nehmen wir uns hier mal die Erfahrung mit. Und um das Lager kümmern wir uns dann später, weil ich glaube, die greifen nicht so oft an. Sehr schön. Nicht ganz so, wie ich es mir gedacht habe. So, der füllt sich langsam. Wir brauchten so einen Strommast hier mal. Vergessen. Mal gucken, wie wir das machen. Ach ja, das machen wir ganz einfach. Ja, so einfach geht es gar nicht. Wir müssen hier ein bisschen umbauen. Weil wir müssen ja auch gleich noch da wieder die leeren, wie sind wir jetzt hingekommen, achso, da wieder die leeren ausladen. So, der soll da, passt das denn überhaupt von der Länge vom Zug? Und so gleich mal gucken. So, das funktioniert ja hervorragend hier. Jetzt können wir uns gut Lager wegschnappen. So passt das nicht. Ach, das ist ja doof. Müssen hier umbauen. Auch nie mehr Platz. Hier die Fabrik. Die soll Fässer befüllen. Genau, von da. Du entlädst. Du belädst. Dann machen wir noch mal eben einen einfachen.
So. Das mal falsch rum. Entladen, beladen. Du sollst beladen. Volle Fässer. Du sollst entladen. Leere Fässer. Du packst die schnell wieder rein und du holst hier volle Fässer raus. So, dann fahren wir mal nach oben. Okay, müssen wir auch aufpassen. So. Hier in etwa das gleiche Spiel. Wir müssen uns aber erst jetzt, wo wir das da unten alles geregelt haben, uns ums Kupfer kümmern. Und zwar machen wir das dann aber auch erst in der nächsten Folge. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Factorio. Bis dann. Tschüss.